Hallo zusammen, da sind wir schon wieder. Nächste Modvorstellung, Renault 106 450 Version 1.0. Der Mod hat eine Größe von gerade mal, Momentchen, genau, da haben wir es doch schon. Größe von immerhin 86 MB, ne? Nicht gerade wenig für ein Oldie, aber okay, gut, egal. Und steht leider nichts dazu in der Beschreibung. Wir gucken uns mal jetzt das gute Stück hier ein bisschen an. Sieht immer nicht schlecht aus von außen, ne? So würde ich mal behaupten. So, jetzt kann man hier was ändern. Er hätte 100 PS, 43 Liter Benzin, Benzin und Diesel, Benzin, ja klar. 35 km/h schnell oder langsam, 15.000 Euro. Design, mal gucken, was geht hier. Ah, man kann Frontgewichte hinmachen. Genau, aber sonst, eine Fronthydraulik geht auch. Super, alles klar. Dann machen wir Fronthydraulik. Design hätten wir. Eine Lampe, eine rote Lampe. Ihr seht sie da oben. Zwei Lampen. Nochmal irgendwie zwei rote Lampen. Oder gar nichts. Wir machen jetzt einfach mal zwei rote Lampen. Zwei Lampen so. Beziehungsweise machen mal die roten Lampen, ha? Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber nee, das sieht nicht gut aus, finde ich. Das sieht nicht gut aus. Wir machen das mal. Eine Lampe, das muss reichen. Halt auch nicht kein rotes, sondern eine. So, jetzt. Genau. Frontlader geht hin. Ja oder nein? Wir machen ohne. Reifenrinde geht so, dann geht so. Ein bisschen dicker, dann wahrscheinlich Blechbereifen, Doppelbereifung. Und nochmal so dicke Oschis hier sozusagen. Michelin, dicke Dinger. Puh, was machen wir denn für Reifen? Ich würde sagen, wir nehmen mal die. Die sind zwar schon gebraucht, wie es aussieht, aber egal. Kaufen wir uns mal. Man muss sagen, ihr seht hier in der Logdatei, der Gute hat Fehler und zwar nicht gerade. Er schmeißt immer Warnings, nur so am Rande. Was sie bedeuten, keine Ahnung, das müsst ihr selber gucken. Also, naja, so sieht es also aus. Wir gucken jetzt mal kurz rein in ein gutes Stück und da steht er auch schon. Machen wir hier mal ein bisschen Licht an, dass man ein bisschen genauer sieht. So sieht er dann aus. Sieht immer nicht, also von der Textur her würde ich sagen, ist ziemlich gut. Aber da müsst ihr eure eigene Meinung dazu bilden. Da mache ich jetzt, sage ich mal, nichts. Ja, hinten sieht er dann so aus. Ja. Ja. Gucken wir mal rein. Hupe. Also Hupe gut, funktioniert schon mal nicht in dem guten Stück. Sonst kann man hier eigentlich nicht mehr wirklich groß was einstellen. Dann kann man das so wegmachen hier. Dann drücken wir auf die Starttaste. Braucht auch ein bisschen oben raus. Ja, ein bisschen, da sieht man es. Okay, interessant. Keine Ahnung, ob das Original ist, weiß ich nicht. Weil es ja schon ein anderer Sound sei. Ihr hört dieses komische ne? Also von dem her schon immer mal was anderes. Gewicht vorne funktioniert. Irgendwie. Gucken wir mal schon, die Lampe oben funktioniert, wenn man gerade schon weiß. Funktioniert natürlich auch. Ne? So. Das tut auch. Auch an. Das funktioniert, allerdings würde ich sagen, weil es ist ein bisschen zu schwach hier, er geht auch leicht nach unten. Man kann es dann auch ein bisschen nach oben drücken. Natürlich, klar. Vom Anhänger her kann man noch ein bisschen was tun hier. Ja, aber. Füße funktionieren wohl. Eingestöpselt Stromkabel auch oben. Man sieht es genau. Passt. Okay. Fahren wir mal ein bisschen. Er wird halb 35, klar.
gucken uns mal schon von innen ein bisschen an. Hier sieht man nicht so viel. Dann würde ich fast behaupten, fahren mal ein bisschen. Der Zeiger funktioniert übrigens, der rechte. Was mit dem anderen? Da tut sich nichts, wenn ich ausmache. Ja, da tut sich auch was. Die Zeiger links funktionieren auch irgendwie, wenn er an ist. Okay, gucken wir uns mal die Bude außen an. Wie gesagt, das Männchen funktioniert ein bisschen, lenkt auch schön. Ja, 15.000 Euro kann man wirklich nichts falsch machen mit dem hier. Bis auf die Warnings halt. Gehen wir mal kurz in die Nacht rein. Gucken wir mal, wie es aussieht. Zack. Einmal Licht, zweimal Licht, dreimal Licht. Okay. Einmal geht wieder aus. Blinker. Die eine Seite funktioniert. Die andere Seite hier funktioniert auch. Wie gesagt, die Hupe funktioniert nicht. Licht oben funktioniert auch. Innen drin, bei Licht an. Geht auch ein bisschen am Display ein bisschen Licht an, man sieht es hier. Zweimal Licht, dreimal Licht, okay. Also, so ein bisschen angezeigt, das Licht innen drin, also die Beleuchtung vom Display. Sehr schön. So. Gucken wir mal, ob stabil auf und umkippt bleibt. Umkippt. Gucken wir mal kurz. Machen. Gut. Okay. Würde ich sagen, wer laden will, Link in der Beschreibung, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Däumchen, wer nicht, der nicht. Oder gebt mir ein Abo, je nachdem, wenn ihr möchtet oder auch nicht. Ich euch selber überlassen. Viel Spaß mit dem Mod und bis dann. Ciao.